Herzlich willkommen zurück zu Let's Play LS17. Ja, wir nehmen wieder den Landschaftssimulator auf. Es geht direkt weiter auf der Map Silbersusum. Es ist ja auch unser einziges Projekt in LS17 derzeit. Jawohl, ich würde sagen, wir steigen in unseren AgroStar 661 und werden uns mal zu unserer neuen Ballenpresse begeben und werden mal noch schnell Ballen pressen, dass wir das schon mal erledigt haben. Unser Feld 6, das wird weiter gesät von unseren Helfer, also von Curseplay. So, da werden wir mal die gute Maschine mal aufklappen. Ihr seht, eine schöne Krone Big 120. Ein schönes Ding, habe ich eigentlich fast so halt in jedes meiner Spiele bisher benutzt. Finde ich gut. So, wir senken sie mal und dann starten wir sie mal und dann wollen wir mal gucken, wie viel Ballen wir aus, ja, hier rauskriegen. Ich bin mal sehr gespannt, wie viel Ballen wir hier rauskriegen. So. Ich schätze, wir kriegen so 2,5 Ballen pro Bahn. Das sind eigentlich, müssten wir so um die 10 Ballen, Heuballen, Quaderballen rauskriegen. Eigentlich schon. So, dann würde ich sagen, wenn wir das dann fertig haben, holen wir sie. Ach, wir können sie auch noch eigentlich später ein und wir pressen sie jetzt erstmal. Dann müssten wir mal hier unsere Felder schon mal ein bisschen düngen. Weil ich glaube, wir haben noch 3 Düngestufen, aber ich wollte es ja runterstellen, dass wir mit 2 Düngestufen spielen. Und, also 2 Düngestufen und mit Pflügen. Aber das Pflügen habe ich ja leider noch nicht an, weil das hatte ich ganz vergessen. Oh, das ist jetzt schlecht, wenn wir da runterfahren, ne? Nicht, dass uns der Ballen da reinfällt. Hält er? Er hält. Sehr schön. Er hält. Und ich muss sagen, wir haben echt gut mit den kleinen Schwader geschwadert. Die Bahnen passen perfekt. Ja gut, das ist auch ein ganz gerades Feld. Ne? Gerade geht es ja eigentlich gar nicht mehr. So, den ersten Ballen haben wir schon fallen gelassen. Genau, da liegt er. Da bin ich mal gespannt, was wir wirklich hier aus denen rauskriegen. Ich glaube, die haben gar keine Ballengabel, ne? Dann müssen wir auch noch mal eine schöne Ballengabel kaufen, dass wir auch die Ballen einlagern können. Da müssen wir uns auch noch Gedanken machen, wo, weil das ganze Korn, was wir runterziehen von den Feldern, das muss ja auch irgendwo gelagert werden. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Platz in der Maschinenhalle machen, dass wir in der Einhalle vielleicht die ganzen Ballen erstmal lagern. So, jetzt einmal hier rum. Genau, nimm mal bitte alles mit, das ist sehr schön. Aber kurz rückwärts. Und jetzt kommen wir wieder auf die Spur. Dass wir auch gleich die Ballen dann vom Feld holen. Also von der Wiese. Und dann würde ich sagen, können wir schon mal ans Düngen gehen von dem ersten großen Feld. Nicht, dass wir die Düngestufen verpassen, das wäre dann auch natürlich auch doof. Mit was wollen wir denn? Den wollen wir direkt mit unseren, mit unserer Spritze? Oder wollen wir Kalk? Kalk werfen oder Kalk streuen? Wir gucken mal gleich mal, was es so gibt. Weil ich habe noch gar keine Sachen geholt, dass wir unser. Wir können auch selber flüssig Dünger mischen, aber da habe ich mich noch nicht befasst. Da müssen wir noch das alles für kaufen. Oder wir kaufen erstmal nur Kalk. Und wir haben, glaube ich, einen Kalkstreuer, müssten wir, glaube ich, haben. Dann könnten wir sogar Curseplay sagen, er soll Kalk streuen. Und in der Zeit würden wir hier weitermachen. Das Feld, die Ballen einholen. Das habe ich gar nicht mitgezählt. Da müssten 3 liegen. 5, 6, 7, 8, 9. Ah, doch, vielleicht 10. Knappe 10 Ballen. Gucken, jetzt kriegen wir noch einen. Dann noch einen halben. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht, was in der Maschine noch bleibt, was wir rausziehen können. So. Das ist schön. Dann können wir ausmachen. Glaube ich, Z, genau. War rausschieben der restlichen. Sehr schön. Dann klappen wir die Maschine mal ein. Oh, das war perfekt.
aufeinander gestapelt. So, dann bringen wir die gute Ballenpresse mal zur Seite. Wo stellen wir die hin? Wo können wir die hinstellen? Da müssen wir öfters noch ranfahren. Ich würde sagen, wir stellen sie auf den Weg. Da fahren wir seltener lang. Hier fahren wir eigentlich fast nie lang. Da können wir die eigentlich hier schön platzieren, hinter der Halle. So. Kurz vorwärts. So, ist perfekt. So, dann wollen wir mal gucken. Gehen wir mal auf P. Sibasusum. Was haben wir hier? Mit Flüssigdüngerkonzentrat kannst du Spritzmittel selber herstellen. Okay. Was haben wir denn hier? Kalk. Wollen wir uns ein bisschen Kalk holen? Das können wir doch machen. Wir holen uns erstmal ein bisschen Kalk. Streuen diese Runde mal ein bisschen Kalk. Aber dann nimm mal gleich die 2000er. Ich glaube, das. Ich wollte mal gern die hier probieren. Die besser sind. Dann kaufen wir mal da. Weil mir wurde gesagt, dass die einfach besser sind. So, dann haben wir 4 gekauft. Wir brauchen genau eine. Tja, eine Gabel wollte ich noch kaufen für die Ballen. Da habe ich so einen schönen Mod drin. Habe ich diesen Mod drin? Ja, hier ist er genau. Das ist meine fast Standard-Ballengabel. Ich möchte eigentlich eine andere, aber. Was haben wir denn hier noch so drin? Das gute CSZ-Set haben wir drin. Könnten wir auch fast die nehmen. Das würde eigentlich auch reichen. Für 3 Ballen. Das reicht eigentlich auch, aber. Welche Gabel wollen wir nehmen? Ja, das sind die ganzen anderen. Ach, wir nehmen die Gabel, die kaufen wir uns. Dann fahren wir mit der Palettengabel hin. So. Ihn stellen wir erstmal ab. Ihn brauchen wir jetzt gerade nicht. Den guten 661er. Den fahren wir mal hier zur Seite. So, dann nehmen wir unseren guten 471er, der hat das drauf, damit könnten wir ja rein theoretisch die verladen. Dann müssten wir sie aber fast da lassen, ist auch doof, ja. Müssen wir halt nochmal hinfahren, das ist zwar doof, aber ist ja nicht so schlimm. Kann ich das nicht verbinden? Okay. Das ist natürlich doof. Aber ist nicht so schlimm. Dann machen wir es halt ohne Gewicht. Eigentlich müssten wir so 900 Kilo eigentlich anheben können, ohne Probleme. So. Und dann wollen wir mal den zum Hof fahren. Zum Hof, zum Händler meine ich ja. Fahren wir mit dem zum Händler. Genau. Können wir mal in Ansicht fahren. Was wir noch machen müssen, das habe ich ganz vergessen. Wir müssen die hochklappen und runter. Genau, so dürfen wir natürlich fahren. Licht können wir auch ein bisschen anmachen, dann sehen wir auch mal was. So, dann fahren wir zum Händler, würde ich sagen, holen wir das gute, den guten Kalk. Ich bin der Meinung, wir hatten einen Kalkstreuer, hatten wir einen kleinen, hatten wir auch. Dann könnten wir uns eigentlich auch gleich, falls das gleich gut klappt, doch ein bisschen flüssig Düngerkonzentrat holen. Dann müssen wir gleich mal rein switchen, was wir da wirklich brauchen. Und dann können wir uns auch für unsere Spritze, können wir das auch, uns auch selber mischen. Das müsste eigentlich müssten wir darüber auch das ziehen können. Dann müssen wir mal nochmal gucken. So, gleich fahren wir an unserem anderen Feld vorbei. Wächst denn da auch schon was? Das weiß ich noch nicht, das sehe ich noch nicht. Oh ja. Oder? Doch, der Mais, der wächst schon. Oh. Wir müssten dringend mal düngen. Dann müssen wir gleich nochmal kurz gucken, ob wir wirklich jetzt die Düngestufen eingestellt haben.
Dann passt das auch. So. Gleich sind wir beim Händler. Der ist da hinten. Dann können wir das verladen. Und dann können wir mit dem Düngen direkt beginnen. Feld 6. Er ist immer noch am Machen. Er hat auch nur wieder 25% Saatgut, ne? Müssen wir vielleicht so auch nochmal hinfahren oder gleich einen mitnehmen. Das müssen wir auch mal sehen. Eine Saatproduktion läuft auch. Da müssen wir auch gleich nochmal gucken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Jetzt wollen wir erstmal, dass wir, also erstmal auf unseren Hänger müssen wir gehen. Also die Seitenwände runter. Dann koppeln wir ihn ab. So, dann wollen wir mal gucken, ob die sich wirklich besser fangen lassen oder auch hinstellen. So sehe ich ja mal gar nichts, ne? Ja, das scheint gut zu gehen. Oh. Ah, das Gewicht wäre zwar toll gewesen, aber ist okay. Damit können wir arbeiten. Das erste Ding ist drauf, das ist sehr schön. Aber ich glaube, dass das Konzentrat kriegen wir gar nicht hoch. Das schafft er nicht. So, die nächsten 900 Kilo. Und das ist auch kein Bug darunter, was ihr unter den Big Packs sieht. Da schnürt man die dann auf später. Oh. Oh, oh, oh. Uiuiuiui. Okay. Das machen wir später. Da ist er einfach steil abgeflogen. Das wollte ich jetzt nicht so. So. Oh, das hat schon besser geklappt. Jetzt mal wieder ein bisschen hoch, nicht, dass es gleich uns wegfliegt. So, und setzen. Ja, der kippt fast. Eieieiei. Das war auch nicht gut hingestellt, muss ich sagen. So, dann nehmen wir jetzt noch das letzte auf. Perfekt. Wellengabel, die müssen wir leider noch hier lassen. Holen wir uns vielleicht dann beim nächsten Mal. Das müssen wir jetzt so, glaube ich, ein bisschen hier vorne hinstellen, sonst kippt er uns noch wirklich um. Okay, da hauen wir gegen. Ihr seht, er hat zu arbeiten, unser kleiner Ruftraktor. Warum hängt es nur so schräg? Ah, ist nicht so schlimm, wir lassen den jetzt einfach mal so drauf. So. Sehr schön. Zwar nicht gut, aber was war denn hier? Befestigen E? Ja, okay. Sicherheitshalber mal. Ah, der ist nicht ganz so gut gesichert, aber das müsste eigentlich soweit passen. So, Gabel hoch. Und dann wollen wir mal, aber der, ich finde diesen, der ist, ich würde sagen, den verkaufen wir auch. Irgendwie ist da jetzt, hängt er echt so tief runter. Das war doch vorher nicht, wo wir den geholt haben, bin ich der Meinung. Ich finde den auch nicht so.
Schild, Entschuldigung. Ich würde sagen, wir nutzen den jetzt noch einmal und dann hauen wir den auf. Dann nehmen wir uns lieber so einen Pritschenwagen. Unseren kleinen, mit dem können wir auch eigentlich so Saatgut und alles holen. Den können wir auch auf klein machen und runterklappen. Oh, was war das? Habt ihr das gesehen? Der ist uns einfach unten reingehauen. Mann. Aber wir schaffen das doch noch bis zum Hof und dann werden wir mal gucken, ob wir uns doch nicht mal einen neuen Plattenwagen holen. Das finde ich gar nicht gut. So. Ja, und er muss befüllt werden mit Saatgut. Warum wusste ich das, dass das Saatgut nicht reicht? Und warum wusste ich das? So, dann fahren wir nochmal schnell zu dem hin. Den Kalk bringen wir schnell zum Hof. Dann können wir noch gleich nochmal ihn nochmal mit bisschen Saatgut vollfüllen. Oh, kein Cosplay. So. Oh, man sieht unsere Schweinemast, sieht man schon im Hintergrund. So, werden wir den nochmal schnell auf den Hof fahren und dann können wir in unser Buggy reinspringen und gucken, ob wir noch Saatgut haben. Das weiß ich gar nicht. So viel Saatgut haben wir gar nicht mehr. Ansonsten müssten wir gleich mal auf Plan B zugreifen. Da kommen wir erstmal mit. Dann müssen wir kurz mal, glaube ich, auf Plan B zugreifen. Unser eigenes Saatgut, was wir erstellt haben. Das schmeißen wir mal in unsere Schaufel. Kann das da schon reinlaufen? Dann nehmen wir gleich die Schaufel und füllen da ein bisschen auf. Der stellt gleich weiter her, oder? Ist hier noch was drin? Ja, ist alles noch drin. Das ist okay. So. Was haben wir hier noch stehen? Das ist doch kein Saatgut, oder? Das ist Dünger. So, dann wollen wir mal, wo ist denn unser Buggy? Was haben wir denn noch eingelagert? Dünger. Ah, ich bin ja auch ein... Warum kaufen wir eigentlich Dünger, wenn wir hier noch so viel Dünger rumstehen haben? Da habe ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Was haben wir hier noch stehen? Auch noch Dünger oder ist das Saatgut? Oh, das ist Saatgut, das ist schön. Ach, das ist ja dieses verbackte Saatgut, ne? Stimmt. Stimmt, das ist irgendwie verbackt. Na gut, dann können wir das jetzt nochmal schnell leer machen bei ihm. Oh, er ist jetzt auch hier angekommen mittlerweile. Ich weiß auch gar nicht, ob er hier gerade rüberfährt. Ich glaube schon, ne? Oder? Er hat das gesehen hier. Ja, müssen wir gleich mal gucken, ob er gerade rüberfährt. Er sagt nicht, ist leer. Okay, ist leer. Okay, also brauchen wir doch noch mehr Saatgut. Ihn können wir schon mal kurz weiterfahren lassen. Da hat er wieder ein paar Prozent. Gucken, die Spur hat er hier genommen. Da bin ich ja mal gespannt, ob er gerade durchfährt. Das wäre natürlich doof. Und er fährt gerade durch. Ich werde ja nicht mehr. Oh, okay. Nein. Du hast dich jetzt nicht festgefahren, ne? Anheben. Okay. Dann Plan B. Wenn er das nicht alleine schafft, müssen wir das erledigen. So, aber ich danke euch fürs Zuschauen.
Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir das Feld weiter sehen, weil dann wusste ich doch, dass Cursed das nicht hinkriegt mit der Ecke im Feld. Aber das soll für uns kein Problem darstellen. Ich sage euch Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bei Let's Play LS17 auf der Map Sibasusum. Auf Wiedersehen und tschüss.